Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Schauspielhaus. Ich bin Till Burmans, der Regisseur des heutigen Abends. Ich bin rausgeschickt worden, um Ihnen etwas zu erklären. Wie ekelhaft, abgeranzt, platt und nutzlos scheint mir das ganze Getue dieser Welt. Es ist ein Garten voller Unkraut, das fett und üppig blüht und alles überwuchert. Es ist zum Kotzen. Mein Erwachsen wie in Bern. Sehr schwierig, weil ich sehr rebellisch war und in einer katholischen Gegend aufgewachsen bin in Holland. Und er konnte das Gespräch nicht so lenken, dass er verrät, warum er sich so verwirrt aufführt. Er gibt zwar zu, dass er sich verstört fühlt, aber er möchte nicht sagen, warum. Außerdem lässt er sich nicht gut aushorchen und hält uns mit seinem raffinierten Wahnsinn auf Distanz. Die Schwierigkeiten hatten viel mit dem Krach mit meinem Vater zu tun. Wir sahen einander sehr ähnlich das gab Krach und ich wollte mich von drin wegreißen und so. Und letztendlich hatte mich dann doch, wenn es ganz schief ging, am letzten Ende hatte mich doch, obwohl er das ganz selber vergessen war, hat er mich nach die Theaterschule geschickt. Oh ja, was deinen Plan betrifft, an diese Universität in Wittenberg zurückzukehren, das steht im vollkommenen Gegensatz zu unseren Wünschen. Um da zugelassen zu werden, aber ich war überhaupt nicht interessiert. Er war interessiert, ich nicht. Und ich wollte auch gar nicht dahin. Aber letztendlich ist es dann, hat es dann doch geklappt. Und als ich dann zum ersten Mal eigentlich beim Abitur Theater gespielt habe da und mich das angeschaut habe und das selber gemacht habe, dann hat sich alles umgedreht. Ich versuche etwas Zeitlosiges da reinzubringen, dass man nach hinten und nach vorne interpretieren kann. Von jetzt an sollen meine Gedanken nur noch blutig sein, sonst sind sie völlig wertlos. Was ich schon gesagt habe, ist, dass der Tod immer anwesend ist in Hamlets Kopf. Da haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann der Tod dann immer anwesend sein, und wir haben dann letztendlich diese Kleiderfälle gefunden, und dass die ja immer runterkommen und dann wieder abgeschoben werden im Orchestergraben, die so dann irgendwo das Gefühl von gelebtes Leben, das sind ja alle getragen, so Leute, die nicht mehr da sind und so. Und der reduzierte Raum gibt dann die Möglichkeit, uns ganz auf den Text zu konzentrieren und ein Bild zu nehmen, was klar sein soll und während die Aufführung seine eigene Kraft hervorbringen soll, und dass wir ganz auf die Gedanken und die Überlegungen und was da abläuft im Kopf von Hamlet, um das ganz genau präzise zu verfolgen. Es ist ja so, dass diese Bilder etwas entstehen soll im Kopf oder Herzen oder Bauch von den Zuschauern. Und dass man das nicht zu viel erklären muss, glaube ich. Erklären tut Hamlet selber den ganzen Abend. Also da brauchen wir noch nicht als Regisseur oder Bühnenbilder noch nicht viel dazu zu erklären. Du siehst aus, als könnte man dir Fragen stellen. Und deshalb will ich mit dir sprechen. Ich nenne dich Hamlet. Und das geht mir jetzt letztlich klar um, dass wir vermitteln müssen, warum das Stück noch so aktuell ist. Aber meiner Ansicht nach, obwohl ich von hier bin und in diese Tradition hineingeboren wurde, ist das ein Brauch, der mehr Ehre bringt, wenn man ihn missachtet, als wenn man sich dran hält. Diese dumpfschädigen Besäufnisse, die machen uns bei den Ländern in Ost und West unmöglich und suspekt. Man nennt uns Sufköpfe, besudelt mit schweinischen Bezeichnungen unsere Titel. Und das raubt unseren Errungenschaften, selbst wenn es Höchstleistungen sind. Tatsächlich das innerste Mark unseres Ansehens. So etwas passiert auch häufig bei bestimmten Menschen.
Ich finde es spannend, wenn ich arbeiten muss, wenn ich deuten muss, verfolgen muss, aneinander knüpfen muss, verstehen muss und so. Und das hat völlig damit zu tun, ob ich die Schauspieler auch so viel verfolge. Und dann ist es ein aufregender Abend gewesen, weil ich so viel erlebt habe und gearbeitet habe, um zu deuten und zu verstehen, dass ich einen Applaus verdient habe, finde ich am Schluss. Und immer deine Finger auf den Lippen. So verabschiede ich mich von dir in aller Liebe.